Hallihallo, ich begrüße dich hier zum neuen Tutorial, wie dekoriere ich einen großen Pizzateller. Wie ich das den Pizzateller forme, aus welchem Ton und so weiter, das erfährst du bei mir in meiner Kanalmitgliedschaft und auch in einem anderen Video, wo ich das grob ein bisschen erklärt habe. Also detailliert, wie ich den Aufbrechgriff mache, das findest du in meiner Kanalmitgliedschaft. Da musst du 499 Euro bezahlen, damit du Mitglied wirst, kannst dann immer wieder das neue upgraden sozusagen und dann auch mehr Fragen stellen. Ich mache dann extra für dich auch Videos und da erkläre ich dir in mehreren Videos, wie du den Aufbrechgriff, den es nirgendwo sonst gibt, machen kannst und der ist sehr effizient. Hier verwende ich jetzt hier blaues Farbpigment und habe das einfach mit Wasser vermengt, was jetzt für die Show und für ein grobes Design ausreichend ist. Wenn du jetzt aber sehr, sehr fein arbeiten willst, empfehle ich dir unbedingt bei dieser Suspension noch Tonmineralteilchen zuzufügen, damit halt auch das Risiko später im Brand mit der Glasur wirklich erhalten, also nicht so hoch ist, weil du mit einer Glasur brauchst du ja unten drunter, also das ist jetzt so eine Farbsuspension und da drüber machst du ja dann noch eine transparente Glasur und manchmal kann es sein, dass die transparente Glasur sich mit dieser Farbsuspension nicht verbindet, wenn keine Tonmineralteilchen drin sind und hier sind jetzt keine drin, das habe ich halt zur Show gemacht, deswegen meine Empfehlung, um sicher zu gehen, mach unbedingt noch Tonmineralteilchen rein. Das tut der Farbe überhaupt keinen Abrieb. Das ist einfach nur ein Arbeitsschritt mehr. Das kannst du auf jeden Fall machen. Mit dem Pinsel habe ich dann einfach das aufgetragen, hast gesehen. Ich arbeite immer auf 5:30. Das ist am einfachsten. Da kannst du dich immer am einfachsten abstützen. Und dann tust du halt ganz normal die Farbe auftragen und drehst dabei den Pinsel etwas, damit du halt den Farbauftrag gleichmäßig machen kannst. Dann habe ich hier dieses japanische Kratzwerkzeug, was es jetzt mittlerweile auch überall zu kaufen gibt, in der Hand und dekoriere das dann halt so spontan noch ein bisschen wild, ne, so ein bisschen in Ritzdekor. Bei mir ist ja immer so der rustikale Schick interessant und das ist ja auch eine super coole Optik. Genau, und das ist jetzt hier so mein fertiges Produkt. Und das war es eigentlich schon. Also vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, ich habe dir weiterhelfen können, wenn du mehr wissen möchtest oder irgendwie ein Thema bearbeitet haben willst, lass es mich gerne wissen in den Kommentaren, stell mir gerne Fragen und ansonsten sehen wir uns auch gerne bei den Kanalmitgliedschaften und im nächsten Video. Bis dann, ciao!